Da unten ist er, genau. Was war das? Okay, da sind Pilze. Eingeschneite Pilze in der Höhle. Okay, wir gehen mal, glaube ich. Mann, da ist noch Eisen. Das habe ich gar nicht gesehen. So, oder gar nicht wahrgenommen. Gesehen habe ich das mit Sicherheit schon, aber habe ich nicht wahrgenommen. So, und da ist auch noch einer. Okay. Ja, komm mal her, du kleiner Zombie. Wer bist du denn, hä? Ja, wer bist du, hä? Wer bist du denn? Ich hätte eher sagen sollen, wer warst du denn? So, einmal so. Einmal so. Wir leuchten natürlich wie immer. Ich hab den vorher schon gehört. Alter, Lack. Das war jetzt richtig Glück. Ja, komm her. Komm her, wenn du dich traust. Oh, und da ist ein Spawner. Da ist ein Dungeon. Da ist er. Okay, ich habe mich ein bisschen erschrocken jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das an der Maus gesehen hat. Habe mich so leicht erschrocken. Was? Okay, da waren wir auf einmal tot. Ich hab's ja gehofft, dass die sich so ein bisschen gegenseitig ausspielen, die Skelette. Dass sie sich da so ein bisschen gegenseitig anschießen, aber das haben sie leider nicht gemacht. Ist auch nicht so schlimm, aber wir wissen, da ist ein Spawner. Entweder wird das ein Zombie oder ein, ne, ich denke eher ein Zombie-Spawner wird das sein. Könnte aber auch eventuell ein Skelett-Spawner sein. Ich glaube, die sehen sogar gleich aus. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Und vielleicht kann man da ja noch was Cooles draus machen. Vielleicht. Wobei. Nee, da doch, der ist sehr tief. Also ich habe es einmal gehabt in den ganzen Jahren, in denen ich Minecraft spiele, dass ich durch eine Wüste gelaufen bin und dann an der Oberfläche wirklich ein Spawner war. Und das war so der erste Spawner, den ich gefunden habe. Und da habe ich dann so gesagt, weiß nicht, wer kennt ihn noch, den Gamer, den kennt ihr mit Sicherheit noch. Habe ich so gesagt, ey, guck mal hier, was ich gefunden habe, hier, dies, das. Und dann sagt er so zu mir, das hast du da hingebaut. Ich sag, nein, das habe ich nicht da hingebaut. Oh, der Golem ist verletzt. Habe ich nicht da hingebaut, das war früher da. Nein, erzähl nicht, hast du da hingebaut. Wie gesagt, dieser Spawner war gefüllt mit Sand. Du hast oben nur eine Reihe Cobblestone gesehen. Und diesen bemoosten Cobblestone. Und dann sagt er, ja, du hast das ja eben gebaut. Nein, habe ich nicht. Ich den Sand in seinem Beisein, den Sand da ausgebaut. Und ihm gesagt, hier, guck, da ist diesen Block, den kann ich in Minecraft gar nicht bauen. Oder hinsetzen. Als Spieler. Geht ja in Creative, glaube ich, auch nicht, dass du den Spawner setzen kannst. Nee, geht gar nicht. Geht nicht. Es sei denn, du hast Dingens, dass du einen Befehl eingibst, dann kannst du, glaube ich, einen Spawner kriegen. Oder du nimmst, irgendwie gab's doch eine Mod, um einen Spawner zu kriegen, oder nicht? Dass du auch einen Spawner bauen kannst. Aber im normalen Creative geht's ja eben nicht. Da hat er dann auch gesagt, oh krass, was ist das? Hier hin und her. Ich wusste ja gar nicht, was es ist. Oder beziehungsweise wir wussten ja gar nicht, was es ist. Und, da hinten sind wir schon gewesen. Da hinten ist auch das Arschloch der Welt. Oh, hier ist auch noch was. Aber nicht das, wonach ich suche. Unsere Höhle ist nämlich hier vorne. Und da steht ein Creeper. Wir müssen ja sowieso wieder in die Höhle. Also von daher ist das nicht ganz so tragisch. So, das war jetzt hier lang. So, hier mal rüber. Und dann war das hier vorne runter, genau. Das Schöne ist, dass wir diesmal nicht ganz so tief in der Höhle gestorben sind. Das heißt, ich weiß ja den Weg noch. Und hier liegt unser ganzes Stuff. Was ich immer komisch finde, wenn uns ein Mob getötet hat, dass es dann weg ist. Also das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass es dann immer noch hier steht, sondern das ist einfach weg. Oh, und ich höre gerade. Meine Nachbarn hören gerade laut Musik.
Das ist ein wenig schlecht. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Das wäre extrem ungeil. Dürfte man aber eigentlich nicht hören. Aber da lassen wir. Oh! Da ist noch Eisen. Ihr habt das mit Sicherheit schon entdeckt und ge euch mit Sicherheit voll an den Kopf gehauen und gesagt: Johannes Pauke, wie kannst du so blöd sein, das nicht zu sehen? Und ja, ich gebe euch recht. Das war. Naja, wir schieben es mal aufs Texture Pack, weil es sieht ja schon alles ein seltsam aus. Also, Enderman. Da bin ich tatsächlich ein wenig vorsichtig. Wir gehen erstmal den Spawner auskundschaften. Es ist ein Skelett-Spawner. Essen uns mal eben voll. Bevor wir gleich dem Skelett eine aufs Maul hauen. Weil, wenn wir uns dann eine Gel wenn wir dann eine Glatz kriegen von dem, dass wir sofort regenerieren. Glaube, das ist nicht die schlechteste Strategie. Oh, fuck. Das war jetzt schon gewieft, muss ich sagen. So, warte, erstmal eben was. Ich meine, wir haben so viele Kartoffeln dabei, da können wir ruhig mal ein paar essen. Boah. Wollte sagen, es gibt auch Skelett-Spawner. So, erstmal hier jetzt vernünftig ausleuchten, dass hier nichts mehr passieren kann. Okay, wir haben hier ein Brot, das nehme ich gerne. Das Eisen nehme ich sehr gerne. Die Schallplatte ist okay. Und hier noch eine Schallplatte und ein wenig Redstone. Okay, das ist jetzt nicht viel Redstone, aber wenigstens ein wenig was. Und Eisen gibt es hier auch in diesem Spawner. Das sehe ich immer gerne und hört sich auch sehr, sehr gut für mich an. Weil, ja, wir sind ja hier hauptsächlich hier, um Eisen zu finden, beziehungsweise Redstone. Da machen wir auf jeden Fall einen richtigen Schritt oder einen Schritt in die richtige Richtung. Schlecht wäre es jetzt nur, wenn uns ein Skelett jetzt richtig einen von hinten in den Nacken haut. So, pass mal auf, wir essen mal eben was. Und wir sollten vielleicht mal versuchen. Den Knochen brauche ich eigentlich gar nicht. Wobei für Knochenmehl eigentlich ganz gut. Aber das Schwarzpulver brauchen wir nicht. Das Zombiefleisch brauchen wir nicht. Rote Beete haben wir zu Hause. Brauchen wir dementsprechend auch nicht. Lassen wir also auch hier. Die Spinnenaugen schmeiße ich da auch mit rein. Also das brauche ich einfach nicht, das Kram. So, mal eben Brot essen. Klack. Und Regeneration, bitte. Okay, von da kann eigentlich erstmal nichts kommen, außer eine Spinne. Ist noch mehr Eisen. Doch, hier könnte reinkommen oder langkommen. Hier ist noch mehr Eisen. Das nehmen wir auch. Ach nö. Ach nö. Lass mich bitte in Ruhe. Okay, jetzt kommt er. Ja, komm. Einer geht noch. Also ich glaube, einer von denen, den krieg selbst ich kaputt. Also einen packe ich wohl noch, aber sobald das zwei oder drei werden, bin ich eigentlich raus, weil die sind mir einfach zu schnell. Und zu zweit, nein. Das würde nichts werden, das weiß ich so. Haben sie das letzte Mal gesehen, dass die einfach zu schnell sind, die Biester. So. Wir haben keine Fackeln mehr. Das ist schlecht. Oh, ich hab's gewusst. Lass mich doch wenigstens ein paar Fackeln machen. Warte, wir gehen mal hier vorne in Sicherheit. So. Kann jetzt ja eigentlich nichts passieren. Sei denn, es
Skelette werden uns jetzt gefolgt, oder das Skelett. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Mal in den Ohrhörer oder den Kopfhörer wieder ins Ohr stecken. Dann ist es ja eigentlich gar kein Kopfhörer, sondern ein Ohrhörer. Aber das ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. Mir vollkommen egal. Für mich ist ein Kopfhörer und fertig ist. So. Ausgeleuchtet. Und es hat noch fett daneben geschossen. Das gefällt mir natürlich noch besser. So, wir gehen natürlich so wie immer einmal ausleuchten, bevor wir irgendwas machen. Denn dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite. Okay, da ist noch ein Skelett. Zack, Dankeschön. Gefällt mir sehr gut. Dann hier oben ist ein wenig Eisen. Das nehmen wir sehr gerne mit. Und hinter uns war auch noch Eisen. Und zwar nicht wenig, sondern schon relativ viel. So. Nämlich hier, genau. Rechts müssen wir gleich auch mal lang gehen, dass wir da ein bisschen ausleuchten. Zack, wunderbar. Gab es sonst. Oh, ich weiß, wo wir sind. Das ist die eine Schlucht, wo wir das letzte Mal das Skelett reingeschubst haben. Alles klar. Da ist ein Creeper. Hier geht's noch ein wenig tiefer hinunter. Aber hier ist dann auch Schicht im Schacht. Gut, das Eisen hier können wir gerne mitnehmen. Eisen, das, ja, das ist Eisen. Wunderbar. Hier ist ein wenig dunkel. Ich. Das könnte Gold sein, oder? Nein, ist auch Eisen. Wunderbar. Das sehe ich immer gerne. Eisenerz, Eisenerz. Wunderbar. Also ein Stack Eisen haben wir schon wieder voll. Das ist auch gut so. Ein bisschen Kohle nehme ich tatsächlich auch mal mit. Ganz so viel, aber so ein bisschen was. Weil uns doch ein wenig Kohle langsam ausgeht. Zack. So. Da ist ein. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Was haben wir jetzt? 36 Kohle. Das soll wohl erstmal halten. Da oben ist noch mehr Eisen. Setze ich hier auch mal eine Fackel hin. Und jetzt machen wir eigentlich das, was ich vorher schon machen wollte. Und zwar die Mine auserkundschaften. Sag ich schon, die Schlucht auserkundschaften. So, da ist noch mehr Eisen. Zack und zack. So. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel gerade, aber da ist noch mehr Eisen. Pass mal auf, ich setz mal ganz frech hier oben eine Fackel hin. So, so. Da ist noch Eisen und da auch noch. Eisen, ne? Jawohl. Gut. Dann haben wir das. Oh! Ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, dann haben wir das hier auch erledigt, aber nein. Wurde wieder eines Besseren belehrt. So. Zack. Oh, da ist noch mehr. Oh! Alles Eisenerz? Das ist alles Eisenerz. Alter, geil. Das sehe ich natürlich sehr, sehr gerne, dass wir hier so viel Eisen kriegen. So, perfekt. 23, 64 und 23. Joa, das ist schon ganz nett, aber das hier wird noch besser sein oder wird mir noch besser gefallen. So, noch zwei extra, dann sind es jetzt 25. Da hinten ging es noch weiter. Ich würde sagen, wir Kunden schafften jetzt erstmal hier die Höhle aus, beziehungsweise die Höhlen an sich und dann die Schlucht. Okay. Das geht so nicht, wie ich mir das gerade gedacht habe. Da wird es weitergehen. Da stecken gerade zwei Zombies fest. Und da geht es mit der Schlucht noch weiter. Okay. Das heißt, neuer Plan, wir bauen erstmal das Eisen ab hier. Weil, ja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier wagemutig in die Schlucht begeben. Wobei ich glaube, die Schlucht ist gar nicht so verkehrt. Da kann uns zumindest nicht ganz so viel passieren, als wenn wir jetzt hier irgendwo rumrennen. Also. Vom Schadensfaktor oder
Dingensfaktor hier ist es, glaube ich, gleich. Da kommt es auch selbe drauf hinaus. Da geht es aber auch noch hoch. Guck mal. Warte mal. Granit einmal zum Hochstecken. Hier sind wir zum Beispiel noch nicht gewesen. Aber ich weiß, wo es hingeht. Und zwar kommen wir hier raus. Genau. So. Damit das auch geklärt ist, dass wir oben auch schon waren. Dass ich da nicht durch Zufall hinlatsche. Und dann waren wir da noch gar nicht. Und ja. Aber, wo wir gerade hier oben sind, pass mal auf. Zack. Aua. Ganz klasse. So. Einmal so, einmal so, einmal so. Und jetzt kommen wir auch da vorne hin. Der muss noch weg.